Hier spielen ja offensichtlich Mechanismen eine Rolle, die tatsächlich für alle als gottgegeben gesehen werden, weil wir werden in Paradigmen, das sind ja religiöse Strukturen, mit denen unser System aufgefahren wird. Und dieses Dogma heißt Wirtschaftswachstum und dieses Dogma heißt Geldwachstum und dieses Dogma heißt eben halt Umverteilungssystem. Und wir glauben alle, es gibt kein besseres System. Die berühmte Aussage, diese Demokratie und diese sogenannte Marktwirtschaft ist auch so interessant. Kapitalismus und Demokratie. Wir nennen es sogar demokratischen Kapitalismus oder kapitalistische Demokratie. Das ist ja ein Widerspruch in sich. Entweder das Kapital steht im Vordergrund oder der Mensch, weil die Demokratie ja angeblich das Volk als souverän hat. Also, das heißt also, ich glaube, wir haben die Situation, dass dieser Umverteilungsmechanismus natürlich nicht durch Zufall entstanden ist, aber die heute alldaseienden Menschen mittlerweile alle nicht mehr wissen, wie sie rauskommen, sowohl die Reichen als auch die Armen. Als die Titanic untergegangen ist, sind auch die Luxussuiten mit abgesoffen. Das verstehen offensichtlich auch einige Leute in den obersten Etagen. Und das macht das Ganze natürlich schon sehr spannend, weil die wollen, glaube ich, auch langsam raus. Die verstehen, dass die Welt eben halt nur eine Kugel ist und irgendwann kann das so nicht mehr weiterlaufen. Aber die faktische Ist-Situation ist, dass die alten Situationen, die alten Strukturen eben halt noch dran sind an der Macht. Und die sind natürlich darauf ausgelegt, dass wenn unser Finanzsystem nicht funktioniert, dass man es dann wieder funktionabel macht, indem man die Realwirtschaft ankurbelt. Und das ist Krieg. Es ist immer so. Wir dürfen eins nicht vergessen, durch diesen Umverteilungsmechanismus, ich sage immer von fleißig auf reich, die Armen haben ja nichts zu verteilen, sind ja die Fleißigen, die was zu verteilen haben. Von fleißig nach reich. Diese Leute, bei denen sich das Kapital nun bildet, das ist ja in der Spitze, dort gerinnt ja das Kapital. Es wird immer größer und größer und größer. Und dieses Kapital sucht Abnehmer, weil es soll ja noch größer werden. Man findet keine Abnehmer mehr. Das heißt, dieses Überangebot an Kapital führt zu billigem Kapital. Ein billiges Kapital ist dann, wenn der Zins sinkt. Das sehen wir. Wenn die Zinsen sinken, ist das Kapital billig, weil zu viel Kapital im Angebot ist. Was passiert jetzt? Jetzt kommen viele Leute und bauen Häuser. Wir haben die amerikanische Immobilienblase gesehen. Über die europäische ist wesentlich größer als die amerikanische war. Sie ist nur noch nicht geplatzt. Das haben viele noch gar nicht richtig verstanden, was in England und in Spanien als nächstes passieren könnte. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist alles auf Pump aufgebaut. Es wird immer mehr aufgebaut. Und wenn die Zinsen so niedrig sind, bezieht sich das nicht nur auf die Immobilien, sondern auch auf die Produktionsanlagen. Große Autokonzerne, ob das nun Waschmaschinen sind oder Fernseher oder was auch immer, die fangen alle an und rüsten ihre Fabriken auf, weil wir produzieren heute nicht mehr nach Bedarf, weil wir keine Versorgungsökonomie mehr haben, sondern eine Handels- und Profitökonomie. Wir nicht mehr nach Bedarf, sondern wir produzieren erstmal auf Halde und gucken mal, was verkauft wird. Das heißt, ein Großteil wird nicht verkauft. Das ist also unnütz hergestellt. Und dieses Unnütze nenne ich unnütze Arbeit. Das ist also eine nutzlose Arbeit, so ist es eigentlich besser ausgedrückt. Nutzlose Arbeit verteuert unser aller Leben. Nun haben wir beispielsweise einen Automobilbereich, der 35% mehr Autos produzieren kann, als überhaupt abgenommen werden kann. Was muss passieren? Wir müssen letztendlich die Produktionskapazitäten runterfahren. Ich frage mich zum Beispiel, dass Konzerne, Konzernchefs wie Daimler-Benz unter Herrn Schremp, dass der während seiner Arbeitszeiten unglaubliche Bonifikationen bekam und er hatte am Anfang seiner Arbeitszeit, verglichen zum Ende seiner Arbeitszeit, den Wert vom Mercedes-Benz eher massiv runtergefahren statt raufgefahren. Wofür kriegt man eigentlich eine Erfolgsprämie? Wie ist Erfolg eigentlich definiert? Ich kenne die internen Verträge natürlich nicht, aber die Frage wäre mal ganz interessant. Und das ist die eine Form, dass tatsächlich Konzernchefs, versuchen wir mal aus der Sicht des Advocatus Diaboli, also Mephisto, reinzugehen und zu sagen, wie ist es eigentlich in der schlechtesten Form? Wie müsste man es machen, wenn man es wirklich schlecht machen wollte? Dann bekommt das Ganze auch etwas mehr Sinn, was hier eigentlich läuft. Und eine zweite Form ist natürlich die Kriegsmöglichkeit. Wir haben es gesehen, von 1913 ist ja nun die Federal Reserve gegründet worden. Und dann ging es ja 1914 los mit dem Krieg. Das war ja schon mal eine schöne Sache für die Finanzsysteme, für das Geldsystem, weil dadurch natürlich die Kriegsindustrie wieder in Gang kam. Und 1933 die große Krise. Ich rede jetzt von der großen Krise in den USA. Und wir hatten in Deutschland gleichzeitig auch eine Veränderung der politischen Systeme. Und jetzt stellen wir fest, dass die USA in den 30er Jahren ja komplett pleite waren. Die hatten Arbeitslosenquoten zwischen 15 und 25%.
Und dann kam irgendwann der Punkt, dass dann durch Pearl Harbor natürlich ein ökonomischer Glücksfall eintrat und man dadurch natürlich die Rüstungsindustrie in Gang brachte und dann noch den Zweiten Weltkrieg. Also man hat hier auf europäischer Ebene tatsächlich die ganze Produktionsindustrie im Prinzip eliminiert. Und dann, USA war am Anfang des Zweiten Weltkrieges eigentlich finanziell völlig am Ende. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ging es denen richtig gut, weil sie konnten hier wieder aufbauen. Cui bono ist immer die Frage. Und wenn wir jetzt eine ähnliche Situation haben, der völligen Überkapazitäten, muss man sich fragen, wo könnten jetzt die nächsten Regulierungen stattfinden im Abbau der Überkapazitäten auf sportlichem Wege. Und da sehen wir natürlich momentan diese Aufhetzung der Iraner und der Israelis gegeneinander, die aufgehetzt werden. Wobei ich mich ja freue, dass da momentan Impulse sind, die ganz toll sind, wo die anfangen, die Menschen untereinander sich jetzt Mails zu schicken. Da gibt es ja gerade diese Aktion. Aber ich denke schon, dass man da versucht jetzt, ob das jetzt, nehmen wir Griechenland. Griechenland ist ein Land, ich glaube, Griechenland ist ein sehr reiches Land. Wenn wir mal die ganzen Öl- und Gasvorkommen mal überprüfen würden, dann würden wir feststellen, die haben nicht nur Olivenöl, die haben auch noch was unter der Erde. Jetzt rein mal von der Sache her, ob man das nun wirklich braucht, aber im Rahmen unserer Systeme braucht man es ja. Im Iran ist ja unglaublich viel Öl und Gas. Wir sehen auch auf der anderen Seite des Mittelmeeres beispielsweise eben halt Algerien und was dort alles ist. Wenn man das mal sich mal geografisch mal ansieht, dann wäre es fast ein Wunder, wenn Griechenland kein Öl und Gas hat. Und ich habe das mal überprüft und habe dann festgestellt, 1974 gab es auch mal einen großen Artikel im Spiegel über die gigantischen Öl- und Gasvorkommen in Griechenland. Den hat man dann irgendwie, war der dann weg. Und jetzt heißt es, Griechenland ist pleite. Und jetzt weiß ich, weil ich gute Kontakte nach Griechenland habe, dass sehr viele Chinesen momentan gerade griechische Gebäude aufkaufen, aus Dollarüberschüssen wahrscheinlich. So, und gleichzeitig gibt es ja diese Aussage, dass norwegische Länder, Dänemark und Litauen und so weiter, glaube ich, ein Angebot gemacht haben an Griechenland, ich glaube 280 Milliarden Euro als Kredit zu geben. Und zwar als Dank dafür wollten sie für die nächsten 5 Jahre 20% der zu dann fördernden Ressourcen. Damit wollten sie bezahlt werden. Das wurde dann abgelehnt. Da muss man sich fragen, wessen Interessen auch die griechische Regierung überhaupt vertritt. Und das ist ja letztendlich ein weltweites Phänomen.